Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Alien Isolation und Alien, ne? Genau, Alien. Nicht Alien. So, ich muss hier durch den Aufzug wieder zurück. Ich habe hier nichts weiter gefunden. Von daher werde ich jetzt wieder zurück und mal gucken, dass ich wieder zum Standpunkt zurückkomme. Von gerade eben, also von vor zwei Folgen eigentlich. Trinken hier, ne? So, zeig Bild. Danke. Aufzug war hier durch. War hier noch was, was ich vergessen habe zu gucken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich war bis hierhin durch. Ich hatte hier nochmal alles durchgeguckt, genau. Ne, da war ich hier. Ne, da war schon alles, genau. Das konnte ich ja nicht. Stiefel ich hier noch mal durch. Ach, hier war das doch mit dem Aufzug, oder? Das war doch hier mit dem Aufzug. Irgendeinen Aufzug freischalten. Ich weiß nicht mehr, ob das der war oder nicht. Oder bin ich hier schon durchgegangen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee, hier bin ich nicht durchgegangen. Verkackte Seuche. Entschuldigung. Nee, hier kann es nicht gewesen sein, weil hier komme ich nirgendwo mehr durch. Auch gesperrt. So ein Mist. Schade, ich habe gedacht, hier wäre das nochmal gewesen, wo ich den Aufzug freischalten musste. Aber da brauche ich den verbesserten Ionenschneider und den habe ich noch nicht. Also wenn du den gemeint hattest nochmal, Sternvogel, dann komme ich da leider nicht rum. Ja, danke schön. Ach, Mist, ey. Warum habe ich denn immer noch kein neues Gerät gefunden? Ach, naja, er wird sich bestimmt doch alles aufklären. Und wo ich jetzt noch nicht reinkomme, da komme ich erst später rein. Was? Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Seeksen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Na dann suchen wir den doch mal. Den mal nachfüllen. Ich schreibe mir das doch mal besser auf. 8382. Besser ist besser. Sicher ist sicher, meine ich. Hier steht nichts mehr drauf. Ne. Alles klar. Den habe ich durchsucht. Hier liegt weiteres nicht mehr. Ist das nur ein Raum oder? Ne, ich muss da hinten durch, aber ich gehe hier nochmal durch. Vielleicht habe ich ja hier. Ist hier irgendwas, was ich noch nicht habe? Geh auf, danke. Alles Tote. Oh, geil.
Oh, ups. Die Sprengkapsel. Da war's, genau. Sprengkapsel, mach ich doch direkt mal. Ja, ne, genau. Und dann kann ich die wieder nehmen. Hehe. Oh, dreimal Revolver-Munition. Alter, was hat der denn alles, Bier? Ladungspack. Ah doch, da war das ja. Ach, mach doch das mal hier. Hat sich ja richtig gelohnt, hier nochmal durchzugucken. Habe ich aber null mit gerechnet. Hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Aber ich kann hier nochmal speichern. Nee, weitere ist hier nicht mehr. Den Speicherpunkt nehme ich doch mit. Weil ich ja vorhin so weit weg gespeichert habe. Ich glaube, das war in der letzten Folge erst, aber... Für mich war das gerade erst, ne? So, mal eben hier wieder raus. Husch, husch. Achso, von hier aus komme ich. Dann gehe ich nochmal hier weiter. Vielleicht finde ich hier unten ja was Nützliches. Ich hoffe mal nicht, dass die Androiden hier rumgeistern. Steht da oben einer? Nee. Den nehme ich jetzt nicht mit. Ich glaube, da oben war ich auch noch gar nicht. Dauert ganz schön die Fahrt, ne? Sieh einer an. Ach, hier war das hier, genau. Noch ein Ladungspack. Meine Fresse, was ist denn hier los? Das habe ich alles beim letzten Mal übersehen. Die sind alle tot. Waren die vorher schon tot? Nee. Doch, sonst könnte ich dir durchsuchen. Hier habe ich dann wohl schon durchsucht gehabt. Ich hoffe erstmal nicht, dass hier noch ein Android oder sowas rumläuft. So. Nichts mehr. Hier habe ich mir auch schon alles geholt.
Den hatte ich ja schon mal, genau, den hatte ich ja schon kontrolliert. Ich weiß, es sind jetzt drei Folgen, wo ich einfach nur durchlatsche und mal alles kontrolliere. Aber ihr habt ja schon gesehen, das hat sich gelohnt. Eindeutig. Fehler. Smiles, ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Das läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Nein, zum Ende. Tja. Wurde mal kurz ausgenutzt, wa? Das war nicht der, wo ich dran war, oder? Ne, Hiwi-Geschwafel. Ne. Okay, da war ich nicht dran, okay. Hier ist aber auch nichts mehr. Ach nee. Wahnsinn. Ich doch wieder was gefunden. Ach, das hattest du mir, glaube ich, auch gesagt gehabt. Genau, Sternvogel war das, glaube ich, ne? Ich glaube, du hast mir das gesagt gehabt, dass ich deine Rauchbombe vergessen habe. Ja, somit habe ich die wieder, ne? Zwar ein langer Weg gewesen, aber... Jetzt bin ich hier ja schon wieder. Die musste ich irgendwo ein Luftungsdings da hochklettern. Ich denke mal nicht hier. Ich hab gedacht, ich hätte was gesehen. Von hier bin ich gekommen. Genau, hier wollte ich mal reingehen. Gucken, wo ich hier rauskomme. Ah, alles klar. So, hier habe ich aber alles schon durchsucht. Da war ich auch schon. Das ist ein Taschenrechner gewesen. Feder, morgen gemeinsam. Okay. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Das war euch ja nicht dumm anzuhören. Da hatte ich alles. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Tja, wie es aussieht, war ich hier auch. Ich nehme den einfach mal mit. Ich gucke noch, ob hier unten was drin liegt oder so. Scheint aber nicht so. So. Thank you.
Ja, das ist ja der, ne? Da brauche ich ja hier nicht mal weiterzugehen. Sei denn links, rechts war noch was, aber ich glaube nicht. Oh, ein Ladungspack. Oh, upsa. Hey, sehr schön. Gut, da war es nur das. Hier habe ich ja alles kontrolliert, da bin ich mir echt sicher. Ich könnte zwar noch mal alles durchsuchen, aber ich bin mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass ich alles durchsucht hatte. Entschuldigung. Na, weit geht er denn hoch? Ne, war hier nichts mehr. Aber ich war mir auch sicher, dass ich hier nichts vergessen habe. Aber ich habe zwei Baupläne gefunden, indem ich hier wieder hin und her gelatscht bin. Der Android, der hier tot gestorben ist, der liegt hier auch nicht mehr. Hier gehe ich da mal eben rein, zu gucken, ne, ob hier da was ist. Ne. Ach, hier ist überhaupt gar nichts. Ah, toll. Einmal umsonst durchgelaufen. Wahnsinn. Bitte. Was war das denn jetzt nochmal? Was habe ich denn da gefunden? Das war ja Ethanol. Dann kann das wohl sein, dass ich die hier doch übersehen habe. Oh halt, nein, die soll's runter. Okay, dann geht doch wieder hoch. Ne, mehr war da nicht. Bin ich mir natürlich alles nicht mehr so ganz sicher, ne? Nein, da unten, Mensch. Oh. Ich mach das alles mal wieder ein bisschen länger. Weil das ja für euch eigentlich auch nicht gerade spannend ist. Habe ich da eine Leuchtfackel? So habe ich doch noch nicht alles durchgeguckt hier. Mensch, Mensch, Mensch.
Die ganze Zeit hin und her am Rennen hier. Das war's, okay. Dann habe ich eine Leuchtfackel übersehen gehabt. So, dann heißt es mal wieder weiter. Bevor ich euch hier noch mehr langweile. Ich muss natürlich irgendeinen Schacht durch. Also muss ich mal gucken, ob ich den hier finde. Da kam ich nicht durch. Aufzug außer Betrieb. Ach komm. Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenbewegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Wieso ist das denn wieder da? Das habe ich doch schon mal geknackt gehabt. Werde ich noch sehen. Ja, darf ich? Ja, habe ich doch schon mal gemacht gehabt. Ja, da ist immer noch dieser grüftgrüne. Ist hier jetzt etwas frei oder wieso? Da? Nee, ich habe gerade vielleicht wäre hier etwas, was ich dann, wo ich dann was aktivieren muss. Ai. Ich hoffe, das hat mich jetzt nicht zu viel gekostet. Wie habe ich mir denn jetzt Zutritt gewährt? Muss hier irgendwas übersehen haben. Ne, nicht hier. Hier eh nicht. Gedacht, ich hätte da was leuchten sehen. So, hier ja auch nichts. Hier war ja nur der hier. Da habe ich alles drauf geguckt gehabt. Mal gucken, ob ich da vielleicht doch noch irgendwas hinkriege. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nee. So Mist. Ach, von hier bin ich da schon gekommen, ne? Ah, ja, natürlich. Von hier aus kam ich da nicht hin. Muss eine Etage tiefer irgendwo sein. Oder? Moment. Nee, das war nicht da. So, letzter Versuch.
den Schacht. Aber ich weiß, dass da hier nicht drin war, weil ich wenn ja, ich musste da irgendeinen Schacht, hat er gesagt, ne? Klettern Sie im Aufzugsschacht zum oberen Labor. Ach so, im Aufzugsschacht, okay. Da liegt was. Ach, eine Leuchtfackel, toll. Aber kann ich bestimmt auch noch hier brauchen für irgendwas. Immer gut, alles zu haben, ne? Ich weiß doch, dass bei Schwer hier alles voll lag. Da liegt was. Ein Sensor. So, warte, den mache ich. Dann habe ich schon mal ein paar Gegenstände, ein paar neue. Was ich habe, das habe ich, ne? So, dann gucken wir mal nach dem Aufzugsschacht. Aha. Da habe ich zwei da reingeballert. Schön. War es da ein, wo ich muss? Hallo, mach das weg. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ich bin total falsch. Feier ist ja wieder runter, ne? Gucken, ob der mir was Neues sagt jetzt. Nö, sagt nichts Neues. Ach, Moment, hier oben war ich noch nicht. Oder doch, natürlich war ich da. Na klar, von hier kam ich doch. Oh, scheint aber doch richtig zu sein. Da war ich nämlich durch hier und da habe ich alles kontrolliert. Da habe ich nämlich noch die, die Bombe-Dings gefunden. Ach, jetzt funktioniert das. Hat eben war das doch nicht, oder? Oh, dafür war der. Aha, aha. Ha! Hätte ich jetzt glatt vergessen. Wenn ich den nicht aufgeschrieben hätte. So, dann gehen wir hier noch durch und dann werde ich mal Schluss machen, weil wir haben ja schon voll überzogen. Aber das habe ich jetzt ja auch extra gemacht, weil ich ja so rumgeschlammt habe. Ach du Heiliger. Ach das, oh nee. Ich weiß, was passiert. Oder doch nicht.
Ich hab's mir fast gedacht. Geh schon hoch. So, das sind vor allem Aufzug. Soll ich die auf? Nö. Ach da. So, hier liegt nichts mehr. Dann gehe ich hier durch. Huiuiui, Leute. Ich will gucken hier, ob hier noch was liegt. Sieht da lag neben Stand eine Leuchtfackel. Davon habe ich jetzt massenhaft wahrscheinlich. Ja, 4 Stück. Von da kam ich. Dann muss ich jetzt hier weiter. Das glaube ich jetzt nicht, dass die alle tot sind. Oh, und ich habe wahrscheinlich einen Safe Point übersehen. Oh, aber Leute, gehe ich nochmal durch, zu gucken, ob da ein Safe Punkt ist. Aber ich, mir schwant Böses, dass da die Aliens wach sind. Also der auf jeden Fall nicht hier. Der mit 100%iger Sicherheit. Das heißt, ich habe aber nur noch ein Medikit und der andere, der Speicherpunkt ist so weit weg. Oh, geht doch. Oh, ich will da nicht hin. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Ricardo. Ich kann es auch noch nicht mal kontrollieren, alle. Nachgucken, alle. Aber den da will ich dann mal durchgucken. Jetzt habe ich ja gespeichert. Ja, der macht nichts. Gut. Okay, Leute, dann sage ich mal ab hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem noch Spaß gemacht. Also, bis zur nächsten Folge. Drückt das Däumchen nach oben. Bis dann, euer Wobra. Ciao, ciao.